Okay, was kommt als erstes? Die läppischen Level müssen zuerst kommen. Schwierigkeit 2, okay, das ist zumindest nicht ganz so krass. Wollen wir das als erstes machen, Schwierigkeit 2, Wolfskin, was meinst du? Erich kann ja noch nicht kommen und Mario, wo bist du? Ich speedrun und vielleicht erreiche ich dich dann. Nein, Erich, du sollst es gefälligst genießen. Oh, genieß gefälligst dieses Spiel. Das ist ein Befehl. Es ist zu gut. Warte mal, ich nehme jetzt mal wirklich einen anderen Skill. Warte mal, das ist der... Stimme mehrere Sprünge in Folge aufeinander ab, wenn dein Timing stimmt, kannst du höher springen als normal, sogar auf Sand. Ei, ei, Captain, so ist recht. Ne? Oh, Hilfe. Hä? Ach, da war ein Goomba. Ich habe den Goomba nicht gesehen. Ich wollte unbedingt zu dem Block hier. Ich habe den Goomba nicht gesehen. Sag mal, ich sehe den Goomba schon wieder nicht. Was ist los? Weil da die ganze Freundschaftsrennen-Gedönse kam. Bitte nicht mehr auf das Freundschaftsrennen-Gedönse draufklicken. Das behindert mir die Sicht hier. Oh, wow. Okay, Hilfe! Habe ich jetzt gerade richtig gesehen, dass der Goomba mich nicht umgebracht hat, weil er sich selbst erschreckt hat? Mach den Erich nicht so an. Hey, Entschuldigung, aber er will Speedrun bei diesem geilen Spiel. Das muss er doch erstmal genießen. Oh Gott. Oh, oh, Hilfe. Was ist heute los mit mir? Sind wir gerade in zwei unterschiedliche Röhren gegangen? Tatsächlich. Ist ja irgendwie auch cool, ne? So. Boing. Aber es ist lustig. Es ist lustig, dass es so rumhüpft. Also bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß. Und die neuen Gegner sehen lustig aus. Aber ich glaube, die können echt hart triggern. Hier kann man nicht rein, oder? Solange ich am Ende alles hinkriege und alles schaffe, bin ich zufrieden. Es ist ja eigentlich nur ein Zweier-Stern-Level, deswegen... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee, nee, nee. Danke, Wolfskin. Warte, ich muss aber das hier erstmal holen. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass ich nichts verpeile. Aus der Fläche. Ah! Rauskommen könnte, Alter. Zweier-Stern-Level. Ich krieg so viele Herzinfarkte hier. Von wegen Zweier-Stern. Oh, ach so, Wolfskin hier. Ich komm. Hui. Alter, sag mal, ich muss ja echt aufpassen, ne? Seit wann muss man denn aufpassen beim Mario-Spiel? Oh. Also, ich bin entrüstet von mir selbst. Das ist jetzt nur noch lächerlich, was ich hier abliefere. Ich glaube, ich muss mal kurz eine Pause machen gleich. Das war jetzt wirklich lächerlich, Entschuldigung. Pff. Sogar das kriege ich nicht hin. Ja, ich musste mich mal ganz kurz konzentrieren, Leute. Ah, die Coin. Sehr gut. Das war die dritte. Nice. Aber uns fehlt die besondere Blume hier, tatsächlich. Ich habe die Blume nicht gefunden. Die Mega Flower. Ah, ihr habt sie gefunden. Also Wolfskin hat sie. Jetzt muss ich sie noch suchen gehen. Hui. Also irgendwo hier muss sie sein. Ich hab's nicht verdient zu leben. Es ist absolut gerechtfertigt. Was mache ich hier gerade für einen Scheiß? Ohne Witz jetzt, ich bin schockiert von meiner Leistung. So, warte. So, wo war hier was? Hier muss irgendwo was sein. Unten? Nee. Das waren nur die Münzen, die da irgendwo hingefallen sind, ne? Und hier ist auch nichts, oder? Doch! Alter. Und jetzt? Jetzt müssen...
Wir aufpassen. Oh, ein Ab. Hallo, Jasmin. Geil. Münzen. Tolles Level. Entschuldigung. Ich hab ja zu wenig Zeit hier. Ich lasse mir so viel Zeit. Aber gut, es ist... Ich hab's geschafft, Leute. Alles gut. Es war nicht sonderlich schwer. Ui. Nein, ich muss hier hoch. Warte mal. Nein, nein, nein. Gumba! Nein, ich muss hier doch hoch. Warte mal, respawn die wieder. Bitte, bitte lass sie respawnen. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Hier, Gumba. Komm mal hierher, Gumba. Gumba, Gumba, Gumba. Oh, achso, ich komme doch einfach so hoch. Stimmt, ich habe hier diesen Dreifachsprung. Ups, weil ich den Dreifachsprung hatte, diesen neuen Skill, hätte ich da auch so hoch gekonnt. Wusste ich nicht. Gut zu wissen, dass man an manchen Punkten, wo man ja eigentlich mal auf Gegner springen muss, wie da, um da hochzukommen, dass man diesen Dreifachsprung verwenden kann. Eigentlich eine gute Sache. Geschafft. Okay, die Fähigkeit war gut. Okay, was als nächstes? Hallo Mario. Hui. Ihr wisst ein... Oh Gott, 4 Schwierigkeiten. Nee, das machen wir nicht. Erstmal die einfachen Sachen. Wüstenarena, Kampfparty. Oh, da müssen wir wieder kämpfen. Da muss man wieder alle Gegner besiegen, glaube ich, ne? In einer gewissen Zeit. Da nehme ich mir jetzt... Da können wir das Münzding eigentlich nehmen, weil... Das ist eigentlich eine super Sache. Wenn du eh Gegner besiegen musst, kriegst du noch mehr Münzen dazu. Besiege alle Gegner. Meistens nehme ich da die Feuerblume, die macht am meisten Sinn. Aber, ja gut, kann aber auch sein, dass es keinen Sinn macht. Je nachdem, welche Gegner, weißt du ja vorher nicht, ne? Oh Gott. Ach so, die musste ziehen! Oh Gott, oh, das ist ja mega anstrengend. Oh Gott, Alter. Das dauert ja 10 Jahre. Ups. Oh Gott. 10 Jahre später, ey. Ja eben, da komme ich ja so nicht dran an den. Warte mal. Kannst du die Blume noch wählen? Ja, ich will es erstmal schaffen. Oh Gott. Ach so, warte. Ja, da bist du... Wenn du da nicht die richtige Taktik hast, bist du hier echt am Arsch. Ja, aber das musst du halt erstmal wissen. Die Gegner musst du ja erstmal kennen. Hier muss man wahrscheinlich auch wieder die 70 Sekunden erreichen. Oh ne, vier Zonen gibt es hier dieses Mal. Letztes Mal waren es 3, das sieht man unten rechts. So. Upsala. Okay, warte. Ne. So. Au. Ah, oh, shit, ey. Alter. Mann! Wie soll ich denn das schaffen? So, jetzt. Oh, shit. So. Oh, shit, falsche Richtung. So, jetzt. Alter, Hauptsache, wir schaffen es erstmal. Boah, ist das schwer, Alter. Was? 120? Da kriege ich, glaube ich, die Mindest... ja, wie gesagt, 4 Zonen, das weiß man halt nicht. So. Oh, ups. Okay, dafür kriegen wir das hier ein bisschen schneller gerockt, oder? Komm. Noch 6. Boah, ist das anstrengend. Können wir nochmal über den Schwierigkeitsgrad über dieses Spiel reden? Oder beziehungsweise, warte mal. Ich nehme jetzt mal den Elefanten. Vielleicht bringt der mir gerade hier mehr.
Kann sein, dass die Feuerblume nichts bringt. Ja, also der Schwierigkeitsgrad ist doch ordentlich da. Ich hätte es nicht gedacht. So, Moment. Hier ist, ah, genau, der Elefant macht nämlich alles kaputt. Das ist gar nicht so schlecht. So. Oh, nein! So. Hätte ich den Elefanten zweimal mitgenommen, der wäre besser gewesen, ne? Oh, jetzt muss ich hier wieder warten. So. Ja gut, aber 28 Sekunden ist nicht so schlecht. Tobias lacht mich aus. Was fällt dir ein, Tobias? So, warte. So. Warte. Okay. Alter! Mann! Oh, geht mir das auf den Sack, ey! Wenn ich... Ah, oh, wenn die überall sind. Die sind einfach überall. Scheißviecher. So, uah. Ja, wie soll ich einen Dieb besiegen da oben? Warte. Ja, dauert wieder 5 Jahre, bis die rauskommt. So, jetzt. Scheiß Herausforderung! Ich kack auf dich! So, jetzt habe ich halt leider kein Item mehr. Man ist halt unter Zeitdruck. Man muss jetzt eigentlich aufpassen, weil man ja kein Item mehr besitzt, muss man aufpassen, dass man hier nicht läppsch einen Tod bekommt. Durch. Ja, durch sowas! Aber man ist halt unter Zeitdruck die ganze Zeit. Alter, ist das anstrengend. So, ich nehme zweimal den Elefanten. Ich glaube, der ist besser hier. Damit kriege ich nämlich auch die Blumen, also die Piranha-Pflanzen, glaube ich, down nachher. So. 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 Weg da mit dir. Na komm, da geht... Oh, geh doch weg. Ah! Ich hasse Timingsgeschichten. Wenn es schnell gehen muss, mach mal was mit Timing. So. So. Den erwischen. So, und den erwischen. So. Vorhin war es besser. Habt ihr auch so Schwierigkeiten mit dem Spiel? Also alle Leute, die da draußen, die das Spiel spielen. Habt ihr auch Schwierigkeiten mit dem Spiel? Warte mal. Oh, ich habe die eine jetzt schon so kaputt gemacht. Mann, nein! Mann, ich krieg die nicht mehr. Ich krieg die. Du darfst nicht gedrückt halten. Du musst gedrückt halten. Um diesen scheiß Pot zu bekommen. Ich darf mich nicht unter Druck setzen lassen. So. So. Komm raus, du Scheißviech! Ich setze mich unter Druck. Bin jetzt nur bei einem Level. Also bis jetzt nur bei einem Level. Also das macht mich gerade echt aggressiv. So, jetzt aber komm. Hier kann man wieder die Zeit gut machen. Weil hier ist der Elefant, glaube ich, gut Gold wert. Zum Thema der Elefant im Porzellanladen, verstehst du? So. 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 Ja, siehst du? Also hier ist der Elefant Gold wert. In dieser Zone unbedingt den Elefanten nehmen. So. Und letzte Zone kommt. So, komm, 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 komm. Nein, nein. So. Ah, okay. Komm, 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 komm. Schnell, schnell. Ja, nice. Okay, die letzten zwei waren mega easy mit dem Elefanten. Die letzten zwei waren mega easy. Ah, 100 und 10 Sekunden zu lange. Okay, aber das mache ich jetzt nicht heute nochmal. Da habe ich jetzt gerade, also das hat mich jetzt so genervt. Das mache ich irgendwann anders mal. Das hat mich jetzt gerade so genervt. Oh, Hauptsache geschafft und 2 Blumen gekriegt. Oder 2 Coins gekriegt. Hollalalli. Muss einen Schluck trinken, das war anstrengend. Die einfachen Level sind definitiv vorbei. Jetzt gibt es nur noch Hardcore-Zeugs, ne? Was mit der Brücke? Ich werde die Brücke ja reparieren, aber ich würde sie reparieren, aber ich fühle mich ganz verwelkt. Mir fehlt einfach die Kraft. Wie?
Ihr möchtet mir welche von euren Blumenmünzen geben? Ja, klar. Die habe ich geschenkt gekriegt von Captain Toad. Toll, jetzt kann ich die Brücke reparieren. So, jetzt erledige ich das. Und zwar sofort. Julian, hallo. So, repariert. Diese Brücke geht nicht noch einmal kaputt. Daher kann man sie ohne Sorge überqueren. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da als Elefant drüber gehe, ne? Die ist gerade repariert worden. Und die war vorher kaputt. Gerade mal mit 50 Euro repariert. Wo sind die anderen eigentlich? Mario und Wolfskin, wo seid ihr eigentlich gerade? Was macht ihr? Habe ich mich jetzt hier irgendwie in eine Ecke manövriert, wo ihr nicht hinkommt? Warte mal, was ist hier eigentlich? Sieht aus wie ein Secret. A drücken? Es war wirklich ein Secret. Da ist der Captain Toad wieder! Ja! Ein Level, das du noch nicht siehst. Ach so. Ich bin noch am Rätsel. Beim Rätsel. Ach, du meinst das mal gerade eben, oder was? Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich an diesem gruseligen Ort gelandet bin. Nicht, dass ich mich etwa fürchten würde. Ein Kapitän kennt keine Angst. Stimmt doch. Richtig, die hier sind für euch. Ich habe nämlich 50 Blumenmünzen gefunden. Hoffentlich können die euch bei eurem Abenteuer helfen. Viel Glück. Das passt, ich habe gerade 50 ausgegeben für eine Brücke. Okay, Secret gefunden. Nietzsche. Na dann. Gucken wir uns mal dieses Level hier an. Das hat nur 2er-Sterne. Da müssen wir jetzt durchspazieren. Hier darf ich jetzt nicht sterben, weil wenn ich hier jetzt sterbe, dann muss ich kacken gehen. Nee, keine Ahnung. Was muss ich denn machen, wenn ich jetzt hier sterbe? Oh, das ist ein Geisterhaus, ne? Oh nein. Ich bin ein bisschen vorsichtig gewesen. Wer weiß, was da noch passiert. Oh, oh. Kann man die kaputt machen? Die kann man tatsächlich kaputt machen. Das finde ich sehr, sehr praktisch tatsächlich. Ah, ach, der kommt noch unten! Ach so! Ja, wusste ich nicht. Oh, warte. Ich muss mal kurz ein bisschen... Ich wusste nicht, dass er nach unten kommt. Okay. Uah. Okay, warte. Kurz warten. Yeah, noch ein Elefant. Super. Aber was habe ich davon, wenn ich den hier rumschiebe? Ach, stimmt. Ich kann in die Tür hier reingehen. Oh, das ist so ein Rätselhaus, ne? Bis um 0 Uhr streamen. Wenn ich jetzt hier sterbe, muss ich um 0 Uhr bis um 0 Uhr streamen. Kann ich das entscheiden, nachdem ich hier das Level gemacht habe? Also bis jetzt bin ich ja noch nicht gestorben. Aber was kriege ich, wenn ich es nicht, wenn ich es schaffe? Das sieht so auffällig aus da. Was kriege ich dann von euch? Oh. Okay, große Daisy. Guck mal, jetzt habt ihr eine Großaufnahme von ihrem Schlüpfer. Wollen wir uns das mal ganz kurz angucken? Nein, aber ja. Guck mal, sie schämt sich für ihren Schlüpfer. Musst du trotzdem streamen. Ja, doch, was habe ich denn dann davon? Ach so, ach, wie süß. Muss einfach wegschieben. Oh, man kann es einfach wegschieben. Ich traue mich nicht... Also, jetzt hat man auch ihren Hintern in Großaufnahme gesehen. Alter, wie cool war das denn? Ich traue mich nicht, Leute. Ich traue mich nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. So, warte mal. Ist da oben was? Sieht so auffällig aus. Warte mal, wenn ich den jetzt schiebe? Nee, okay. Den kannst du nur dahin schieben. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein Rätsel. Aber ich glaube, die kannst du nur dahin schieben, genau. Da ist eine Tür, du hast geläutet. Ja, aber ich muss erstmal gucken, ob ich die, genau. Und weg mit dir! Und jump! So. Aber es scheint wirklich ein... dieser riesen Daisy, der Elefantenarsch, schnell macht mich echt fertig. Aber es scheint wirklich ein ziemlich easy Level zu sein. Mal abgesehen davon, dass es eben ein Geisterlevel, also ein Rätsellevel ist und so, ne? Aber es scheint. Ich habe nichts gesagt. Was passiert hier?
Ach so. Alter. Was passiert hier? Was soll ich machen? Alter, willst du mich verarschen? Was soll ich denn machen? Da stirbst du ja automatisch. Gut, dass ich nicht hier auf die Wette eingegangen bin. So viel zum Thema Easy Level. Ja, bringt nichts. Hä? Aber was hätte man denn da machen sollen? Dummheit bestrafen. Au! Aber wieso? Wieso Dummheit bestrafen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Also ich wusste nicht, was ich da hätte machen sollen. Dafür Dummheit bestrafen eigentlich. Was hätte man denn da machen sollen? Gut, die Coin habe ich schon, ne? Ich gucke nochmal kurz vorsichtshalber nach. Ja, die habe ich schon. Da gibt es ja auch noch eine Tür. Aber ich glaube, dass die richtige hier ist, ne? Weil da kommt ja die Blume. Was hätte ich da machen sollen? By Coincidence, hallo! Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Da ist so ein... der blöde Fuzzi. Und die zwei. Was hätte ich hier machen sollen? Ich kann ja nur gegen andrücken. Warte. Ich mach kurz das da. Ich kann nur gegen andrücken. Mehr kann ich nicht machen. Oder kann ich noch was anderes? Nee. Bin ich doof? Toffi, bis 0 Uhr freue mich schon. Ich habe die Wette nicht angenommen. Ich habe sie nicht angenommen. Ich verstehe es nicht. Ich kenne sogar die Lösung. Erich, echt jetzt? Ich habe keine Ahnung. So, warte, ich muss kurz abpassen. So. Komm mal her. Was könnte das... Gut, ich könnte mal in die andere Tür gehen. Aber ich glaube, da kommt man halt lediglich dahin, wo man halt eben... die Blume nicht bekommt. Deswegen. Oder? Ja, ich gehe einfach mal die andere Tür. Mal gucken. Wir müssen ja rausfinden, woran es, wie es geht. Aha. Ah, okay. Gut, das habe ich auch gesehen. Das war tatsächlich. Oh, hier muss man eine Tür zusammenbauen. Hier muss man eine Tür zusammenbauen. Genau, ich muss einfach hier und dann hoch. Ah. Genau zum schlechten Zeitpunkt hochgelaufen. Oh Gott, uah. Kurz weg. Boah, Alter, wie oft kommen die denn da? Das dauert ja 10 Jahre. So. Ich schub's ein bisschen rum hier. So, genau. Und jetzt die Tür zusammensetzen. Das habe ich verstanden. Kann ich sie jetzt zerquetschen? Ja, ich habe es zerquetscht. Geil. Hier ist auch irgendein Secret, oder? Ja, wisst ihr es doch. Warte, ich muss mal kurz sein. Aber das mit der Blume, das ist immer noch nicht. Ich verabschiede mich erstmal. Viel Spaß euch noch. Farthingball, danke, dass du da warst. Nein, 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 nein. Du blöder Penner. Wenn ich das vorhin schon irgendwie einen anderen Saftsack nicht hingekriegt habe, dann werde ich ja wohl wenigstens dich hinkriegen. So. So, jetzt muss ich das Ding hier unten kaputt machen. Julian, Dankeschön für den Follow. So, ja genau, das hat man jetzt wirklich eindeutig gesehen, dass man das hier so machen muss. Yeah, nice. Eine Gold Rare. Ich finde es super, dass du bis 0 Uhr streamst. Hört doch jetzt mal auf, Leute! Warum müsst ihr mich immer unter Druck setzen hier? Ist das ein Secret Exit? Oh, warte mal. Es ist ein Secret Death! Was war das denn? Das konnte ich ja nicht riechen! Alter, willst du mich verarschen? Aber das heißt, in dem Falle ist es immer noch nicht das Rätsel, das Rätsel-Lösung von dem hier. Ja, wie gesagt, jetzt machen wir das Level erstmal fertig.
Und dann gucken wir nochmal. Du bist gestorben, Toffee, so wie jetzt. Jetzt muss ich den Kack hier nochmal machen. Leute, so geht das nicht. Wieso? Wieso bin ich so doof? Ich will es ja nur wissen. Also ich will ja nur wissen, warum mein Gehirn so komisch funktioniert. Ich will es nur wissen. Willi will's wissen. Oh Gott. So, Wolfskin hat's geschafft. Sehr cool, dass du nur wissen musst. Hört doch jetzt mal auf! So. Das mache ich auf jeden Fall. Und ich will nicht nochmal sterben. War das jetzt ein Secret Exit oder war das. Oder ist der Exit, den man da bekommen kann? Das ist ja meistens bei diesen Geisterleveln so. Dann, dass der eigentliche Exit gar kein Exit ist, der verschwindet dann irgendwie. Weil so nach dem Motto, haha, getrollt oder irgendwie so. Und das hier ist der eigentlich richtige, weil es quasi ein Rätsel ist, ne? So. Wir gucken es uns einfach mal genauer an. Diesmal springe ich nicht in den Tod. Groß Daisy. So. Warte, ich guck. Ich nehme trotzdem mal die Münzen hier mit. Aber dann hier rein, ne? Genau. Gibt's hier noch was? Nee. Und es ist. Oh Gott. Ja! Gut. Goldflagge habe ich gekriegt. Aber eine Coin fehlt uns, glaube ich, noch. Und dieses komische mit dem Samen. Mit der Blume, mit dem Samen halt. Ich habe das nicht verstanden. Was hätte ich da anders machen? Ich war ja sogar der Elefant. Nicht, dass man irgendwie es als... Wartet mal. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Aber diese Fähigkeit bekommt man da unten ja gar nicht. Was wäre, wenn ich jetzt der Bohrer wäre, mich runterbohre, unter der Figur durch und an der und unten durchschlängel und dann hinten ihn angreife. Aber diese Fähigkeit bekommt man im ganzen Spiel doch gar nicht, oder? Also im ganzen Level hier nicht. Gesehen hatte ich nur den Elefanten bisher.